Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute sprechen wir über das Thema Turbulenzen. Wie entstehen Turbulenzen? Was sind die Folgen? Und was könnt ihr gegen die Turbulenzen machen? Nach einem kurzen Intro geht's auch wieder los, also bleibt dran. Also, das erste Thema ist, wie entstehen Turbulenzen? Turbulenzen beim Flug entstehen, wenn sich die Luft in unmittelbarer Nähe des Flugzeugs verwirbelt. Vergleichbar ist das mit einem Schiff auf hoher See. Wie die Wellen im Meer ein Schiff ins Wanken bringen, sorgt der Wind mit seinen Luftwellen bei dem Flugzeug wiederum für Turbulenzen. Wie entstehen Luftwellen? Luftwellen entstehen, wenn sich zwei verschiedene Luftwellen, beispielsweise bei Gewitter, im verschiedenen Tempo oder in verschiedenen Richtungen übereinander bewegen. Oder wenn warme und kalte Luft aufeinandertreffen oder ihr durch die Wolken fliegt, weil diese generell kälter sind als die Luft, die sie umschließt. Oder euch ein anderes Flugzeug in derselben Flugstrecke vorausfliegt. Dies verwirbelt die Luft. Der Effekt wiederum ist vergleichbar mit Wellen, die vorbeifahrende Schiffe auf dem Wasser erzeugen. Die Wahrscheinlichkeit von Turbulenzen. Es gibt in Gegenden, in denen Turbulenzen häufiger auftreten als in anderen. Wenn ihr zum Beispiel erst über die See und dann übers Land fliegt, die Pyrenäen überquert oder Schornsteine von Hochöfen überfliegt, können natürlich Turbulenzen vermehrt vorkommen. Eine Garantie für Turbulenzen sind diese Orte natürlich nicht. Es kann sein, dass euch die Cockpitbesatzung zwar auf Turbulenzen hinweist oder warnt, ihr aber dann gar keine spürt. Trotzdem gilt Safety first und Gurt an. Den Anweisungen der Crew soll auf jeden Fall Folge geleistet werden. Falls ihr euch übrigens während eines turbulenten Flugzeuges um die Stabilität des Flugzeuges sorgt, kann ich euch beruhigt sagen, egal wie unangenehm die Turbulenzen sind, alle Flugzeuge sind so gebaut, dass die das 2,5-fache der bisher stärksten gemessenen Turbulenz aushalten können. Kommen wir nun zu den Arten von Turbulenzen. Eine der drei Kategorien der Turbulenzen ist die Clear-Air-Turbulenz. Die sind besonders gefährlich, da sie weder mit bloßem Auge noch mit anderen Systemen wie zum Beispiel dem Wetterradar geortet werden können. Somit kann man solche Turbulenzzonen in der Regel nicht genau vorhersagen und den ungemütlichen Auf- und Abwinden nicht ausweichen. Diese entstehen meistens vor einem Jetstream. Eine andere Art der Turbulenz ist die Wirbelschleppe. Diese entsteht an den Flügelspitzen eines fliegenden Flugzeuges. Über der Tragfläche herrscht Unterdruck. Die an der Unterseite des Flügels strömende Luft befindet sich jedoch im Unterdruck und hat das Bestreben, sich zur Oberseite des Flügels zu bewegen. Durch die hohe Geschwindigkeit des Flugzeuges kann diese Luft ihren Druck also nur seitlich an den Flügelspitzen ausgleichen und hinterlässt eine langgezogene Luftverwirbelung. Die Intensität und die anhaltende Dauer der Wirbelschleppe hängt von dem Flugzeugmuster und den Wetterbedingungen vor Ort ab. Die Flugzeuge werden in vier Kategorien eingeteilt. Das ist einmal die Kategorie Light, alle Flugzeuge bis zu einem maximalen Startgewicht von 7 Tonnen. Die Medium-Kategorie 7 Tonnen bis 13,6 Tonnen, also zum Beispiel der A320. Danach haben wir die Heavy, alles über 13,6 Tonnen, außer die Super, was die A380 und die Antonov 225 ist. Je größer das Flugzeug ist, desto extremer sind die Wirbelschleppen. Geriet ein Flugzeug in die Wirbelschleppe eines voranfliegenden Flugzeuges, so wird es unkontrollierbar und stürzt wie ein Stein vom Himmel. Die Piloten und natürlich die Fluglotsen der DFS achten natürlich auf den Höhen- und zeitlichen lineare Trennung zwischen zwei Flugzeugen. Beim Start von zwei gleichen Typen mindestens 2 Minuten bis zu 6 Minuten
von Heavy vor einem Leitflugzeug. Darüber hinaus gibt es aber auch Turbulenzen, die durch ganz normale Luftverwirbelung in der Nähe von Wolken oder von Gebirgszügen entstehen. Die Thermik sorgt ebenfalls für eine unruhige Luftbewegung in vertikaler Richtung. Deshalb sind extreme Bewegungen des Flugzeugs innerhalb turbulenten Zonen nicht empfehlenswert, da die Zelle oder das Flugwerk der Maschine beschädigt werden kann. Wie könnt ihr jetzt trotzdem beim Flug die Turbulenzen trotzen? Auch wenn ihr Turbulenzen auf eurem Flug nie ganz ausschließen könnt, habt ihr die Möglichkeit, sie für euch ein wenig erträglicher zu gestalten. Im Normalfall spürt die Turbulenzen in der Mitte des Flugzeuges am wenigsten, weil die Flügel dort dafür besonders viel Stabilisation sorgen. Solltet ihr Turbulenzen als sehr unangenehm empfinden, bucht ihr eure Plätze am besten in den mittleren Reihen über den Tragflächen. Hinten könnte es dagegen etwas unangenehmer für euch werden, da ihr dort die Steuerkräfte sowie die wirkenden Kräfte beim Start und Landung stärker spürt. Das war ein kurzer Ausschnitt über die Turbulenzen. Was ihr dagegen macht, denkt jedes Mal dran, auch wenn die Piloten die Anschnallzeichen nicht anschalten, bleibt angeschnallt, eure Sicherheit geht vor. Ansonsten vielen Dank fürs Anschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch kein Abonnent seid, dann lasst mir doch ein kostenloses Abo da. In diesen schweren Zeiten des Coronavirus, wo viele Leute einfach nur zu Hause sitzen, guckt doch auch auf meinem Zweikanal vorbei. Da mache ich viel Vlogs, Fotografie und vieles mehr. Falls ihr noch einen kuscheligen Pullover braucht, dann weise ich auf meinen Shop zu. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung mit vielen verschiedenen Designs entwickelt von mir. Also guckt in meinem Shop vorbei, guckt auf meinen Zweikanal vorbei und wir sehen uns nächste Woche wieder mit einem spannenden Video über die Luftfahrt. Also bis dahin, ciao, ciao. You know what? Can you go right on a Bravo still? Yeah, we can make a right turn here. Go right, go over the bridge, and make two lefts, come back over the bridge and hold short of Victor, if all that makes sense. Okay, make a right, go over the bridge, make a left, and come back to hold short there, Texas, 12.